Mein Forschungsgebiet ist die experimentelle zelluläre Biophysik im Kontext mit Materialien. Wir kombinieren Physik, Chemie, Biologie und interessieren uns dafür, wie eine Zelle, wie sie im Körper vorkommt, funktioniert und wie diese Zelle es ermöglicht, auch Organe aufzubauen. Und aus dieser Erkenntnis heraus wollen wir hergehen und eine solche Zelle nachbauen. Zum Beispiel im Bereich der Immunologie, dass wir eine immunologisch funktionierende Zelle bauen können, die in bestimmten Situationen besser funktioniert als die Immunzellen, die ein Patient seinem eigenen Körper zur Verfügung stellen kann. Wir haben in den letzten Jahren uns sehr damit beschäftigt, wie diese Zellen untereinander kommunizieren, wie wenn jetzt eine Zelle vorläuft, anderen Zellen die Nachricht übermittelt, in welche Richtung die Migration voranlaufen muss. Und da spielt das Protein Merlin eine ganz wichtige Rolle, weil Merlin die mechanische Spannung aufnehmen kann, die erste Zelle auf die nachfolgenden Zellen übermittelt. Sie haben es selbst gesehen, meine Damen und Herren, manchen Bildern gelingt es nicht nur, die Persönlichkeit eines Preisträgers einzufangen, sondern gleich ganze Lebensentwürfe. Bei Herrn Spatz war das zu erkennen. Es sieht so aus: Kaffeemaschine, Schaukelpferde für die Kinder, Schreibtisch, Laptop, Forschung. Die Grundrisse eines Forscherlebens, das nicht die Welt da draußen aus den Augen verliert, aber doch von einer ganz eigenen Hingabe an die elementaren Daseinsformen der Welt dort unter dem Mikroskop getragen wird. Von sich selbst sagt Herr Spatz daher auch: Ich könnte jeden Tag stundenlang kollektive Bewegungen von Zellen in einem Mikroskop beobachten und mich fragen, welche Organisationsmechanismen und Prinzipien deren Gesamtfunktion unterliegen. Diese Hingabe an die Wissenschaft, Max Weber hat gesagt, und wer dazu nicht imstande ist, der tue etwas anderes. Also diese Hingabe an die Wissenschaft hat deutliche Spuren in den Arbeiten von Herrn Spatz hinterlassen, die sich in den Grenzbereichen von Materialforschung, Biophysik und Biomedizin bewegen. Mit seinen Studien leistet er hier seit Jahren Außerordentliches und eröffnet dank methodisch origineller, hochorigineller Ansätze, ganz neue Einblicke in Ablaufmechanismen, Kontrolle der Zelladhäsion bis hin zu physiologischen Prozessen. Der wegweisende Beitrag seiner Arbeiten besteht dabei in der Herstellung von künstlichen Oberflächen mit besonderen Eigenschaften, mittels derer sich verschiedenste Aspekte der Kommunikation zwischen Zellen untersuchen lassen. So konnte er erstmals bestimmen, über welche Distanzen Adhäsionstransmembranrezeptoren kommunizieren können und quantifizieren, wie viele Adhäsionsmoleküle vorhanden sein müssen, um Zellsignale überhaupt auszulösen. Großes Aufsehen erregten aber auch Arbeiten, mit denen er die Prinzipien und Mechanismen der kollektiven Zellmigration bei der Schließung von Wunden hat entschlüsseln können. Ursprünglich studierter Physiker wurde Herr Spatz an der Universität Ulm in Chemie promoviert, absolvierte dann einen Postdoc-Aufenthalt, einen einjährigen, am Institut Curie in Paris und habilitierte sich wiederum in Ulm in Physik mit einer Untersuchung zur Mechanik von Zellen. Seit 2000 ist er Professor für biophysikalische Chemie in Heidelberg, seit 2004 Direktor am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart, was zur Zeit seiner Berufung noch das MPI für Metallforschung war. Seit 2008 hat er zudem eine Gastprofessur für molekulare Zellbiologie in Rehovot in Israel im Weizmann-Institut. Und seit 2017 ist er Träger des Leibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wozu ich sehr gratuliere, Herr Spatz.